You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Schermi hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Wieder mal als Frost DK unterwegs, dachte ich mir, machen wir mal eine Melee-Runde. Und dementsprechend, ich glaube, die Talente sind seit jeher bei meinem DK die gleichen. Ich glaube, ich habe hier nie irgendwas geändert. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Außer Dunkles Simulacrum, das spiele ich ziemlich gerne. Das soll ich mal wieder reinmachen. Ich glaube, fürs nächste mache ich das mal wieder rein. Ich mag das irgendwie mit diesen Fähigkeiten klauen. Da kann man ganz witzige Sachen machen, wie zum Beispiel von einem... ich glaube, den slowen wir mal. Von einem... da haben wir noch einen. So, einen Druid. Komm, den Druid gönnen wir uns. Zum Beispiel von einem Magier den Blink klauen. Man muss schon ziemlich lucky ablaufen, damit das funktioniert, aber trotzdem ist halt witzig irgendwie, dass, wenn man sowas weiß. Kriege ich Heilung? Ich glaube nicht gerade nett. IBF usen wir mal. Toppen wir uns mal ganz kurz selber. Dann jagen wir dem das mal hinten nach. Slowen wir den mal kurz. Stellen wir mal kurz unsere Shell hier auf. Bleiben wir hier drinnen. Sitten wir hier mal kurz. Wobei, ich kriege ein bisschen Heilung gerade. Nicht viel, aber ein bisschen was. Von dem Totem dahinten. Wir können uns mal ein bisschen mit Deathstrike healen, wobei der Varys liegt auf mir, den Sloan war einfach mal. Wir kriegen ihn vom Zerg irgendwie nichts down, ich renne hier nur im Kreis rum, kommt mir vor. Ich kann schon wieder aufmounten. Ich weiß nicht, es lohnt sich gerade irgendwie nicht, dass ich dem nachrenne. Holt bei uns irgendwer die Flagge? Doch, der Krieger holt die Flagge. Wobei, der wird drinnen gestunt. Der kämpft, glaube ich, gegen irgendeinen Red. Helfen wir hier ganz kurz, damit unser Druid hier nicht stirbt. Wobei, der hielt meinen Damage einfach gegen. Full Stun. Wo ist die Flagge von denen? Der dürfte eigentlich in Slow Motion rausrennen. Ist halt ein Hexenmeister. Wobei, der steht da drin, oder nicht? Doch, der steht da drinnen. Was? Ich dachte mir gerade. Maybe? Bersi, please. Ich habe alles ready. Bersi. Nein. Ich hasse mein Leben. Ich glaube fast, ich stick mich auf den Heiler. Schauen wir, dass der mal ein bisschen ins Schwitzen kommt hier. Jetzt ist er kurz eingefroren. Nevermind, ist er nett. Wobei, die Flagge ist einfach tot. Der healt halt einfach nicht mehr. Einfach auf den Healer gehen. Die hören dann immer auf zu heilen. wie so eine Fähigkeit. Wie wäre eine Heilklasse, die nur heilen kann, wenn sie nicht im Kampf ist. Wäre mega gut, glaube ich. Drehst überhaupt nicht durch. Wenn dich einfach die ganze Zeit einer verarscht und Infight hält oder so. Unsere Flagge geht auch down. Oder? Doch, bei uns hat nochmal einer gepickt. Wunderbar, der Hunter hat nochmal aufgenommen. Der Hunter kommt sogar durch, oder? Doch, der Hunter kommt durch. Wir können den Schurken hier nochmal slowen. Ich wollte gerade sagen, ich grip den weg, wenn er nochmal opent. Nein, der ist ja noch im Cloak, Alter. Ich bin so ein Idiot. Das war mein Fehler. Egal. Wir erledigen den dafür ganz fix. Schauen wir, dass wir hier alles slowen, was noch irgendwie rein will. Alles wird geslowt. Alles wird geslowt. Hier wird keiner. Hier darf keiner rumrennen. Hier wird nicht gerannt im Gang. So, jetzt sollten wir mal jetzt Schaden machen. Ich glaube fast, ich gehe auf den hier. Oder ich werde einfach gefeiert und mache gar nichts. Dann gehen wir mal ganz kurz Shell, weil der spammt mich hier mit Unstables zu. Der sollte eigentlich aus dem Bär rausgehen. Das war ihm gerade nicht so bewusst, weil er hat keinen... Er kann halt nicht die ganze Zeit einfach nur wegziehen. Das hat halt nur zwei Aufladungen und das hielt auch nur, wenn du es richtig ziehst und nicht, wenn du es falsch ziehst. Slowen wir hier nochmal alles. Dann gehen wir mal fast auf den Shadow. Ich weiß nicht warum, aber der gibt mir einfach Stille. Ich könnte ihn kicken, wobei ich kicke ihm lieber die Dots. Ich könnte ihn auch slowen, wobei das haut gerade nicht mehr so ganz hin. Den sollten wir vielleicht killen. Ich stelle jetzt einfach ganz dreist meine Kuppel hier auf und slow den hier. Und dann ziehen wir den hier wieder komplett zurück rein. Ich glaube fast, da geht Dispersion noch. Einfach so, oder? Nein, okay, er used einfach Artefähigkeit. Artefähigkeit ohne Stapel ist jetzt auch nicht so schlau. Wir haben zumindest schon wieder mal die Flagge. Die ist schon wieder fast auf der Mitte vom Schlachtfeld. Ich könnte eigentlich bursten. Komm. Weil es gerade so lustig ist. Der zieht immer instant Baumrinde. Der hat Angst vor mir, glaube ich. Ich glaube fast, ich switch... Ne. Ich habe nicht switch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich switch fast auf den anderen. Aber dann war es irgendwie schon dumm. Aber ich meine... Wenn man was Dummes macht, muss man einfach dabei bleiben. Dann sieht es im Nachhinein sehr schlau aus. Weisheit fürs Leben, Boys. Weisheit fürs Leben. Unsere Flagge ist aber durch eigentlich. Auf dem Stick, glaube ich, der Schurke, oder? Täusche ich mich. Nein, der Retri stickt irgendwo drauf. Ich würde ihm ganz gern helfen, bevor er stirbt. Wenn wir mit der Flagge schon so weit sind,
dann nehmen wir die natürlich mit. Trainer in dem Set sieht gar nicht geil aus. Ich meine, bei Ali gefallen mir die Farben sogar von dem Set hier. Also von dem hier. Er hat die falsche Schulter, er hat die LFR-Schultern an. Mir gefallen die Farben von dem Ali-Set, aber der Kopf geht halt einfach gar nicht. Dieses Pala-Set mit diesem komischen, mit diesem Flügelkopf, das sieht halt so behindert aus. Das sieht irgendwie, erinnert mich das komplett an das Dragon Soul Set. Das sieht nämlich gleich aus beim Paladin. Oder fast gleich. Nein, jetzt klaut er mir den Bersi, Alter. Der ist auf meiner Liste jetzt. Was soll das? Orat, du stehst auf meiner Liste. Geht der oben raus? Doch, der geht oben raus. Hunter, was geht? Ich werde ihn einfach mal slowen. Der stunt mich hier schon wieder. Der Demon Hunter macht sich, glaube ich, aus dem Staub. Den grippt man nochmal zurück. Das gefällt mir nicht so, wenn der hier einfach abhauen will. Die Flagge haben wir auch und das sollte 2-0 für uns sein. Das Dragon Soul setzt sich nicht genau gleich aus. Ich weiß nicht, was Blizzard hat bei den Palas mit ihren komischen Flügelköpfen. Das sieht halt irgendwie komisch aus. Das ist jetzt nicht so meine Vorstellung von einem heiligen Krieger. Gibt ihr die Flagge auch ab oder steht der einfach nur da drinnen? Ich glaube, der steht einfach nur da drinnen. Dann gehen wir zergen. Dann machen wir das mal. Jetzt gibt er ab. Was haben wir hier vorne? Ich glaube, sind hier schon Alis geliebt oder was ist? Doch, die sind nur noch zu 6. Ich dachte mir gerade, irgendwas ist hier. Ja, irgendwas ist hier, weil fast keiner mehr durch die Gegend reitet. Was geben die halt immer instant auf, Mann? Vorher habe ich, ich habe heute schon 3 BGs gespielt mit verschiedenen Klassen und es war vorher die ganze Zeit die gleichen Leute als Gegner irgendwie. Gefühlt permanent, oder zumindest der gleiche Heiler war in jedem BG drinnen bei der Allianz. Please, Eisketten, Eisketten. Was für Freedom, Mann. So nicht, mein Freund. So nicht. Nein. Dann höre auf, mir die Kills zu klauen. Was soll das jetzt? Das waren beide nicht meine, oder? Nee, Alter, was soll das halt jetzt? Jetzt gehen wir halt zergen und jetzt werden mich halt nur noch die Kills abgestaubt die ganze Zeit. Soll ich mich auf den... wobei... Hier stand einer gerade im Stealth. Vielleicht kriege ich mit Böe irgendwo. Never mind. Außer... Der laggt halt. Was für... Mina Honda, da hätten wir den Server wieder. Wir mussten letztens schon so lachen, als wir den Server gesehen haben. Was ist Mina Honda? Der ist spanisch, oder nicht? Ich glaube gleich... Jetzt geht er einfach Babel. Ich glaube gleich wie Sanguino. Sanguino ist auch spanisch. Die sind mit den Englischen, glaube ich, zusammen. Nein! Die haben sogar nochmal die Flag, oder? Ne, doch nicht. Die Flag ist schon wieder tot. Unsere Flag ist durch! Und das soll es eigentlich gewesen sein. Wunderbar, Sieg in der Kriegshymnenschlucht. Ich habe ehrlich noch nie ein BG gewonnen. Kriegshymnenschlucht mit dem gewonnen, wie es aussieht. Nichtsdestotrotz, geiles BG. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, ein Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab mit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr, auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video und im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.